So, da bin ich wieder. Es sind ein paar Tage vergangen und ich hatte gerade ein paar Probeaufnahmen machen müssen und es gab ein paar technische Probleme und ich bin Gott froh, dass ich Probeaufnahmen gemacht hätte, weil sonst wäre ich ausgerastet, wenn ich wieder 2 Stunden aufgenommen hätte und nur einen schwarzen Bildschirm gehabt hätte. Es hat auch ein bisschen geruckelt, weil irgendwie hat, aus irgendeinem Grund hat OBS plötzlich Sachen komisch angezeigt, hat nur schwarzen Bildschirm gezeigt bei Hitman. Ich habe jetzt Einstellungen verändert, dadurch hat es geruckelt, dadurch musste ich Sachen umstellen. Ich wollte allgemein auch die Qualität besser einstellen, weil die doch ein bisschen blöd war, weil die so auf 1280 runter skaliert war. Aber ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht mal ändern können, weil es sonst geruckelt hätte und es ist sehr bizarr und es liegt, ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls, genau. Genau, ja. Sapienza war unsere letzte Mission. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen, vielleicht. Ich habe leider mich jetzt wirklich, also eher darauf konzentriert, die Leute umzubringen, statt irgendwie jetzt das besonders kunstvoll zu machen. Aber ich habe jetzt ein paar in den letzten Tagen ein paar Sachen gespielt, also nicht weitergespielt in der Story, sind so ein paar Nebenmissionen gemacht, Eskalationsmissionen. Und fühle mich jetzt sehr viel mehr in diesem Spiel drin. Kenne mich ein bisschen besser aus, weiß, was geht, was klappt, was nicht klappt. Und glaube, dass ich jetzt ein bisschen da mich eher daran halten kann, irgendwie eine sehr kreative Art des Ausschaltens zu benutzen und nicht einfach nur im Klo ertränken. Ja, jedoch werden wir nicht tatsächlich mit der Story jetzt weitermachen, weil mir ist noch aufgefallen, es gibt auch noch Bonusmissionen. Wir fangen in Paris an und es gibt nämlich hier eine Weihnachtsbonusmission. Es ist nicht Weihnachten, es sind über 30 Grad draußen gerade. Aber ich mache trotzdem die Weihnachtsmission in der Hoffnung, dass es mich etwas abkühlt. Es ist keine große Mission, glaube ich. Und als ich das gesehen habe zum ersten Mal, musste ich ein bisschen lachen. Hier, Harry, Smokey, Bagnato, Marv, Slick, Gonif, Harry und Marv, wo hatten wir die nochmal gleich? Kommen uns gerade hier links, kommen uns bekannt vor. Das sind Harry und Marv von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ja, er hat sogar die Kappe auf, die ihm dann irgendwie, ich weiß nicht, er geht durch die Tür und wird von Bunsenbrenner von oben angezündet. Finde ich sehr lustig. Wir dürfen die beiden umbringen. Ich hätte gerne, dass ich mich als Kevin verkleiden könnte. Leider geht plastische Chirurgie dann doch nicht so weit. Kann ich wenigstens nicht. Ich kann kein Weihnachtsmannkostüm anziehen, wie es hier auf dem Bild angedeutet ist. Leider. Aber ich habe einfach trotzdem andere Methoden. Also, ich glaube, das ist relativ unkreativ, weil ich habe das kurz mal angetestet gehabt und es sind einfach nur zwei weitere Personen, die in dem Dings drin sind. Aber ich möchte es trotzdem mal machen. Und ja. Ja, ich meine, da ist jetzt keine Story. Also, da kann ich auch die Kamera drin lassen. ja. Genau. Nee, wir müssen die killen. Ich hätte mich jetzt auch irgendwo absetzen lassen können. Das wäre sogar relativ clever gewesen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt sogar kurz. So, ich habe mich jetzt woanders einschleusen lassen. Das ist sehr praktisch. Das habe ich nämlich alles freigeschaltet. Und ich wollte jetzt unbedingt gerne Q sein, weil Q hat den Vorteil, dass ich an eine Menge Orte ran kann. Was war das gerade? War das hier der Schnee oder so? Ach ja, okay. Wir schauen uns mal um. Wo sind denn die zwei? Hier sehen wir einen gerade da drüben stehen. An den mache ich mich mal ran. Kann ja nicht sein, dass sie hier Sachen stehlen und wir einfach nichts machen. Der hier ist hier. Das Ho-Ho klingt irgendwie sehr, sehr, sehr creepy. Aber schön, dass hier so Weihnachtsbäume stehen. Er ist hier. Das ist ja super einfach. Ist hier gerade zufälligerweise ein Kronleuchter? Nein. Ich würde gerne ihn mit einem Kronleuchter töten. Ist hier denn irgendwo da drüben ist die? Genau. Das mache ich dann kurz. Hier ist der Kronleuchter. Huch. Möchtest du nicht die Münze nehmen? Nö, er will nicht die Münze nehmen. Was ist denn das für ein Dieb, der nicht mal eine Münze nimmt? Hui. Oh, nein. Oh, er hat. Jetzt flieht er. Ist doch blöd.
wie sich hier durch, hallo, Ibims, wie der sich hier schleicht und, das ist doch lächerlich gerade. Ich möchte ihn aber nicht einfach so komplett simpel umbringen, wobei ich das natürlich machen könnte. Ach, wisst ihr was, ich mach's. Oh, was hat er denn in der Hand? Oh, ein Brecheisen. Okay. Ach so, ups. Das ist ja, Target down. Der kommt hier rein. Hat niemand bemerkt. Ciao. So, jetzt muss ich noch den anderen. Der ist unten. Oh, ein Geschenk. Nur für mich. Oh, das wäre jetzt echt nicht notwendig gewesen. Oh. Was ist da drin? Ein Katana. Huch. Das Problem ist, ich würde es ja gern machen, aber ich kann mich nicht mit einem Katana zeigen lassen. Ist der hier unten gerade bei den... Der läuft da unten rum. Okay, gut. Okay. Dann renne ich auch mal kurz da runter. Ah, sieht das so geil aus irgendwie. Echt schön gemacht eigentlich hier einfach, also mit diesem, einfach mit dieser Weihnachtsdeko. Ist ein bisschen dick aufgetragen, aber es ist ja auch hier so ein Palast. Also, da kann man auch ein bisschen dick auftragen. Wo ist er jetzt hin? Er ist... Ah, falsch gedrückt. Er ist im Keller gelandet, okay. Dann will ich auch mal kurz in den Keller. Und mir ihn schnappen. So. Wo ist denn... Ah, ich kann da nicht durch das Security-Raum, habe ich festgestellt. Ich kenne mich jetzt ein bisschen besser aus durch meine... durch die anderen Missionen. Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich nicht nehme. Voll schön. Oh, aber voll süß. Es sind sogar die Locker hier, die Spins sind sogar umlackiert. Geil. Was ich ja auch sagen muss, was ich richtig toll finde, ist, dass viele so Extras, also beziehungsweise eben Statisten, die hier rumrennen, wie die da, wirklich eigene kleine Geschichten haben und so. Also es sind nicht einfach nur Leute, die so von A und B rennen, von A nach B rennen oder so rumstehen, sondern es sind Leute, die wirklich was irgendwie zu tun haben und bei denen man auch bemerkt, dass die irgendwie ein Leben haben. So, unser Marv ist hier schon wieder nach oben gerannt. Der ist ein bisschen hektischer, habe ich das Gefühl. Der ist beim Diorama. Das ist auch eigentlich so simpel. Hi. Problem ist, das wurde jetzt bemerkt. Das heißt, weil das jetzt bemerkt wurde, sollte ich schnell gehen. So. Oh fuck, das ist nicht gut. Ich werde gejagt, das heißt, sollte mich noch schnell umziehen. Ehe ich... Nein, falsche Richtung. Ehe ich richtig fliehe. Wobei mich hier tatsächlich momentan noch niemand gesehen hat. So, und ich würde es mal sagen, ich... Nehme den ja. Oh nein, ich töte den ja gerade. Oh nein, ich wollte ihn eigentlich... Oh nein, ich wollte ihn eigentlich... Ich wollte ihn nicht töten. Nein. So. Jetzt jedenfalls bin ich wieder total normal hier unterwegs. So. Was ein bisschen, das fällt mir gerade auf, was ein bisschen schade ist, es ist Winter, also es soll Winter sein und irgendwie so Weihnachten, aber die Bäume sind alle noch grün. Es sind alles Plastikbäume. Sind alles Plastikbäume hier. Oder genmodifiziert. Naja, jedenfalls, das wäre sehr schnell geschafft gewesen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man das kreativer hätte machen können. Wir haben hier auch jetzt nicht irgendwelche Challenges wirklich, außer die Standardsachen wie, ja, dass ich irgendwie... Starling im Disguise, also Starlist. Also es sind keine Sachen, die die irgendwie darauf eingehen, wie man den hätte, die beiden hätte umbringen können. Bisschen unspannend, aber ich wollte es mal zeigen. Aber ich kann schon mal versprechen, dass die nächste Mission, die ich jetzt mache, dass die ein bisschen spannender ist und auch ein paar interessantere Todesarten hat und ein bisschen mehr Story. Genau, und dann gehe ich hier mal raus kurz. Haha, weil wir haben es geschafft. Als die Weihnachtsversion von der Hitman-Melodie. Weil da sind Glocken drin. Good morning, 47.
Your destination is the Italian coastal town of Sapienza, where our client, La Ventura Pictures, is shooting a superhero epic based on the cult graphic novel, The Icon. Your target is Dino Bosco, the film's director and leading man. A washed-up character actor, Bosco sees The Icon as his big comeback. Unfortunately, his rampant perfectionism and complete disregard for the budget has left La Ventura on the verge of bankruptcy. Still, he doggedly refuses to wrap the production. La Ventura cannot fire Bosco without violating their contract. That is why they have asked us to retire him before the whole studio goes belly up. I will leave you to prepare. Okay, ja, lieblich. Genau, hier sehen wir schon, das ist eine von den Bonusmissionen in Aventura in Sapienza, Molto Italiano. Und sie ist ein bisschen ausgefleischter als jetzt die Kevin allein in Paris Mission, sage ich mal. Ich habe gerade nochmal ein bisschen rumprobiert mit Einstellungen. Ich habe jetzt ein bisschen was verändert, weil ich habe gesehen, es hat zwar nicht geruckelt bei der letzten Mission, aber es sah immer noch so ein bisschen verschwommen und matschig aus, wie in letzten Videos immer. Also ein bisschen was verändert und hoffe, dass es irgendwie funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher. OBS macht komische Sachen. Hat noch ziemliche Probleme gerade. Ich habe jetzt... Es gibt nur eine Starting Location, das ist ja schade. Ich habe ein paar Sachen, habe ich jetzt nämlich einfach verändert. Ja. Welcome to Sapienza 47. Today's shoot is already in progress. For the sake of authenticity, Dino Bosco's icon costume is genuinely bulletproof. He does, however, insist on doing his own stunts. So, I suggest you take advantage of Murphy's Law. Good luck, 47. Okay, in Ordnung. Wir sehen schon, Sapienza hat sich ein bisschen verändert. Und ich glaube, ups, falsche Taste. Wir haben hier tatsächlich richtig die Gelegenheit, wirklich, ja, where's the danger? Here comes the danger. Wirklich ihn auf spektakuläre Art und Weise vielleicht umzubringen. Darf ich hier einfach rein? Ja. Okay. Hübsch. Spannend. Oh, aha. Ja, noch eine Fassade davor zwischendrin. Gut, The Icon, überall. Wir müssen ihn umbringen. Das ist nicht sehr schön für ihn, aber muss halt sein anscheinend. Oh, oh, es ist so laut. Das klingt doch ganz gut. The prop teeth can be made lethal. And apparently Dino Bosco does his own stunts. Always good to see an actor willing to die for his art. Schön. Was ich mir aber tatsächlich auch anschauen möchte, sind die ganzen Challenges überhaupt. Und ich hoffe, dass das Spiel gerade nicht ruckelt. Ich schaue mir kurz an, ob es bis jetzt geruckelt hat. Einen Moment kurz. So, es hat nicht geruckelt. Yay. Ich glaube, es ist auch von der Qualität leicht besser. Hoffe ich. Ein bisschen. Das Hauptproblem ist ja schon mal die Sache, dass ich ja nicht, dass ich hier im Fenstermodus aufnehme. Das heißt, Fullscreen 1920x1080 geht überhaupt nicht. Also so gut kann es gar nicht werden, weil das Ausgangsmaterial nur 1600 auf 900 ist. Aber ich hoffe, dass es so immerhin noch mal ein bisschen besser aussieht als die Matsche, die ich vorher noch hatte. Naja, gut, wir schauen uns mal die Challenges an. Was gibt's denn hier? By setting him on fire. This man is on fire. Okay, das hat, den Witz habe ich noch nie gebracht. Gas lamp explosion, ungefähr das gleiche. Megabyte, Monster Teeth, das klingt eigentlich am spektakulärsten. Oder Pyrotechnics Explosion, klingt auch spektakulär. Nee, tatsächlich, ich finde, das hier klingt am spektakulärsten. Das klingt Spekulatius. Und weil ich Spekulatius mag und, Entschuldigung für den Witz. Nee, und weil ich schon die Opportunity da überhaupt habe, würde ich sagen, mache ich das auch. Was gibt es denn sonst noch für Sachen hier, die keine Challenges sind? Time to meet the fans. Aber diese Opportunity... Ach, ist er da vielleicht außerhalb von der Rüstung? Hm. Light my fire. An explosive ending. Nee, ich finde tatsächlich, das hier klingt gerade am geilsten irgendwie. Das mache ich dann. So, und hier steht...
Ich muss in die Richtung. Darf ich hier? Nee, darf ich. Oh, Entschuldigung. Ich muss mich hier ein bisschen umschauen. Ich wohne hier nur. Ich finde es aber geil, wie sie einfach die Stadt komplett hier, also nicht komplett, aber ziemlich umgemodelt haben für diese Bonusmission. Man darf aber hier echt nicht durch. Ich muss irgendwie ein Crew-Outfit bekommen. Hier darf ich auch nicht durch und das sind gleich zwei Stück, okay. Das Special Effects Crew Disguise, das ist meine mein Hauptanliegen. Hier sind zwei Leute, das ist cool. Hier ist eine Kamera. Oh, Trespassing. Ups, Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, kann ich den hier irgendwo verstecken? Nicht im Dixie-Klo. Scheiße. Ich hätte ihn gerne im Dixie-Klo versteckt. Oh, fuck. Echt? So. Nein. Okay, das ist alles sehr schlecht gerade. Das ist ich. So, danke. Wir wissen ja, wie man an die Opportunity rankommt. Wir sind Opportunisten. Also mache ich das einfach und. Ja. Entschuldigung. Und schau mal, dass das schafft vielleicht jemanden. Ja. So, hier müssen wir hin. Okay, das hatten wir ja schon. Das ist schön. Sieht aber schon spektakulär aus. Wobei, ja, genau, also wir hören auch schon, wie das ungefähr passieren wird. Und zwar läuft das in etwa so ab, dass da eine Hydraulik drauf ist auf diesen... Ah, da darf ich nicht mehr. Also eine Hydraulik drauf ist auf den Zähnen und die müssen wir wohl so einstellen, dass sie zu hoch eingestellt ist. So, hier haben wir Special Effects, Leute, sogar schon. Aber die sind hier zu sehr inside. Ah, ist halt so ein bisschen blöd gerade. Ne, ich krieg das irgendwie hin. Gut, wie wär's mit... Ich kann sagen, der hier ist irgendwie out of sight, aber das ist er gar nicht. Ich brauche irgendein Kostüm tatsächlich, um schon mal so weit reinzukommen. Aber vielleicht gibt's ja auf der anderen Seite was. Where's the danger? Here comes the danger. Aber nee, auf der anderen Seite geht das alles auch nicht. Wobei, Moment mal, hier sehe ich zwei Leute. Die sind vom Film. Das heißt, das Problem ist, die stehen ja halt beide da. Das ist ein bisschen blöd. Wenn nur einer da stehen würde, wäre es natürlich super simpel, super einfach. Aber ich glaube, es wäre einfach zu einfach. Ich schaue mich mal herum. Also. Das sieht schon geil aus irgendwie. Wobei, ich finde, dieses Monster ist leider auch ein bisschen langweilig, dass es sich überhaupt nicht bewegt. Das ist so animatronic-mäßig. Gut. Der läuft hier gerade vorbei. Ach, hier kann ich rein? Darf ich hier? Nee. Hello, sir. Welcome. Mann, ich dachte... Ach, das macht er hier einfach. Ach, ist ja lustig. So was machen die Leute hier. Wisst ihr, das ist so ein schönes, sind so schöne Details, die ich so mag hier. So, der hier läuft hier rum, aber... Sir? Wisst ihr, was ich einfach mal mache? Ich kletter hier hoch. Weil ich ein Hitman bin. Weil ich ein Hitman bin. Oh nein. Nein, mich hat jemand gesehen. Fuck. Vor allem, ich kletter hier nicht einfach nur rum. Ich kletter hier sogar, Achso, ich bin hier nicht nur einfach trespassing, sondern wirklich in einer sehr... Achso, merkwürdigen Situation. Ah. Huch.